Kapitel 21 Da erschien der Fuchs. Guten Tag, sagte der Fuchs. Guten Tag, antwortete der kleine Prinz höflich und drehte sich um, sah jedoch nichts. Ich bin hier, sagte die Stimme, unter dem Apfelbaum. Wer bist du? fragte der kleine Prinz. Du bist sehr hübsch. Ich bin ein Fuchs, sagte der Fuchs. Komm und spiel mit mir. Schlug der kleine Prinz vor. Ich bin so traurig. Ich kann nicht mit dir spielen, sagte der Fuchs. Ich bin nicht gezähmt. Oh, Verzeihung, sagte der kleine Prinz. Aber nachdem er kurz überlegt hatte, fügte er hinzu. Was bedeutet zähmen? Du bist nicht von hier, sagte der Fuchs. Was suchst du? Ich suche die Menschen, sagte der kleine Prinz. Was bedeutet zähmen? Die Menschen, sagte der Fuchs, die haben Gewehre und jagen, das ist sehr lästig. Sie züchten auch Hühner, nur dafür interessieren sie sich. Suchst du Hühner? Nein, sagte der kleine Prinz, ich suche Freunde. Was bedeutet zähmen? Etwas, das allzu sehr in Vergessenheit geraten ist, sagte der Fuchs. Es bedeutet Bindungen schaffen. Bindungen schaffen? Natürlich sagte der Fuchs. Noch bist du für mich bloß ein kleiner Junge, wie hunderttausend andere kleine Jungen. Und ich brauche dich nicht. Und du brauchst mich auch nicht. Ich bin für dich bloß ein Fuchs, wie hunderttausend andere Füchse. Doch wenn du mich zähmst, werden wir einander brauchen. Du wirst für mich einzigartig sein auf der Welt, ich werde für dich einzigartig sein auf der Welt. Langsam verstehe ich, sagte der kleine Prinz. Es gibt da eine Blume, ich glaube, sie hat mich gezähmt. Das kann schon sein, sagte der Fuchs. Auf der Erde geschieht so allerhand. Ach, es ist gar nicht auf der Erde, sagte der kleine Prinz. Der Fuchs schien sehr verwundert. Auf einem anderen Planeten? Ja. Gibt es Jäger auf diesem Planeten? Nein. Das ist aber sehr interessant. Und Hühner? Nein! Nichts ist vollkommen, seufzte der Fuchs. Der Fuchs kam jedoch auf seinen Gedanken zurück. Mein Leben ist eintönig. Ich jage Hühner, die Menschen jagen mich. Alle Hühner gleichen einander und alle Menschen gleichen einander. Mir ist also ein bisschen langweilig. Aber wenn du mich zähmst, fällt in mein Leben ein Sonnenstrahl. Ich werde den Klang eines Schrittes kennen, der sich von allen anderen unterscheidet. Die anderen Schritte treiben mich unter die Erde. Deiner wird mich aus dem Bau hervorlocken wie eine Melodie. Außerdem schau nur, siehst du da drüben die Kornfelder? Ich esse kein Brot. Korn ist für mich nutzlos. Kornfelder erinnern mich an nichts, und das ist traurig. Aber du hast goldblondes Haar, darum wird es wundervoll sein, wenn du mich gezähmt hast. Weil das Korn goldfarben ist, wird es mich an dich erinnern. Und ich werde das Rauschen des Windes im Korn lieben. Der Fuchs schwieg und betrachtete den kleinen Prinzen lange. Bitte zähme mich, sagte er. Ja, gern, antwortete der kleine Prinz. Aber ich habe nicht viel Zeit. Ich muss Freunde finden und viele Dinge kennenlernen. Man kennt nur Dinge, die man zähmt, sagte der Fuchs. Die Menschen haben keine Zeit mehr, irgendetwas kennenzulernen. Sie kaufen alles fix und fertig im Laden. Aber da es keine Läden für Freunde gibt, haben die Menschen keine Freunde mehr. Wenn du einen Freund willst, zähme mich. Was muss ich tun? fragte der kleine Prinz. Du musst viel Geduld haben, antwortete der Fuchs. Zuerst setzt du dich ein Stück weit von mir einfach so ins Gras. Ich werde dich aus den Augenwinkeln beobachten und du wirst nichts sagen. Die Sprache ist eine Quelle für Missverständnisse. Aber jeden Tag kannst du dich ein bisschen näher setzen. Am nächsten Tag kam der kleine Prinz wieder. Es wäre besser gewesen, wieder um die gleiche Zeit zu kommen, sagte der Fuchs. Wenn du zum Beispiel am Nachmittag um vier kommst, kann ich um drei anfangen, glücklich zu sein. Je später es wird, desto glücklicher fühle ich mich. Um vier bin ich dann schon ganz unruhig und aufgeregt. Ich werde entdecken, wie teuer das Glück ist. Aber wenn du irgendwann kommst, werde ich nie wissen, um wie viel Uhr ich mein Herz feierlich stimmen soll. Es muss feste Bräuche geben. Was ist ein Brauch? fragte der kleine Prinz. Auch etwas, das allzu sehr in Vergessenheit geraten ist, sagte der Fuchs. Es ist das, was einen Tag von den anderen Tagen, eine Stunde von den anderen Stunden unterscheidet. Bei meinen Jägern zum Beispiel gibt es einen festen Brauch. Am Donnerstag tanzen sie mit den Mädchen im Dorf. Deshalb ist der Donnerstag ein wundervoller Tag. Ich flaniere bis zum Weinberg. Würden die Jäger irgendwann tanzen, wären alle Tage gleich, und ich hätte niemals frei. Und so zähmte der kleine Prinz den Fuchs. Als aber die Stunde des Abschieds näher rückte. Ach, sagte der Fuchs, ich werde weinen. Du bist selber schuld, sagte der kleine Prinz. Ich wünschte dir nichts Böses, aber du hast gewollt, dass ich dich zähme. Natürlich, sagte der Fuchs. Aber du wirst weinen, sagte der kleine Prinz. Natürlich, sagte der Fuchs. Du hast also nichts dabei gewonnen? Ich habe dabei gewonnen, sagte der Fuchs. Denk an die Farbe des Korns. Dann fügte er hinzu, Geh dir noch einmal die Rosen anschauen. Du wirst begreifen, dass deine einzigartig ist auf der Welt. Dann kommst du mir Lebewohl sagen, und ich werde dir ein Geheimnis schenken. Der kleine Prinz ging sich noch einmal die Rosen anschauen. Ihr gleicht meiner Rose überhaupt nicht. Ihr seid noch gar nichts, sagte er zu ihnen. Niemand hat euch gezähmt, und ihr habt niemanden gezähmt. Ihr seid so, wie mein Fuchs war. Er war bloß ein Fuchs, wie hunderttausend andere auch. Aber ich habe ihn zu meinem Freund gemacht. Und jetzt ist er einzigartig auf der Welt. Und die Rosen schämten sich. Ihr seid schön, aber ihr seid leer, sagte er noch zu ihnen. Für euch kann man nicht sterben. Natürlich, irgendwer, der zufällig vorbeikommt, mag vielleicht glauben, meine Rose sehe aus wie ihr. Doch sie allein ist wichtiger als ihr alle miteinander, denn sie habe ich gegossen, denn über sie habe ich eine Glasglocke gestülpt, denn sie habe ich mit dem Wandschirm beschützt, denn bei ihr habe ich die Raupen getötet, außer zwei oder drei wegen der Schmetterlinge, denn ihr habe ich zugehört, wenn sie klagte, oder wenn sie prahlte, oder manchmal sogar, wenn sie schwieg, denn sie ist meine Rose. Und er kam wieder zum Fuchs. Leb wohl, sagte er. Leb wohl, sagte der Fuchs. Und nun mein Geheimnis. Es ist ganz einfach. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar, wiederholte der kleine Prinz, um es sich gut zu merken. Die Zeit, die du deiner Rose zuliebe verloren hast, macht deine Rose so wichtig. Die Zeit, die ich meiner Rose zu Liebe verloren habe, sagte der kleine Prinz, um es sich gut zu merken. Diese Wahrheit haben die Menschen vergessen, sagte der Fuchs, du aber darfst sie niemals vergessen. Du wirst auf immer verantwortlich für das, was du gezähmt hast. Du bist verantwortlich für deine Rose. Ich bin verantwortlich für meine Rose, wiederholte der kleine Prinz, um es sich gut zu merken.